Lasst uns gemeinsam beten. Heiliger, erbarmvoller Gott, unser Vater, der du uns liebst. Wir waren weit von dir entfernt und haben in der Sünde gewandelt, und du hast Erbarmen für uns gehabt und du hast uns ohne Verdienst errettet. Herr, wir wollen dir dafür danken. Unsere restliche Zeit in unserem Leib, die du uns erlaubt hast, möchten wir nur für dich und deine Herrlichkeit nutzen. Wir, die wir durch dein Blut reingewaschen worden sind, sind nun hier, um dein Wort zu lernen. Und wir danken dir dafür, dass wir in deiner leibgewordenen Gemeinde Gemeinschaft haben können. Bitte achte auf jeden Einzelnen von uns und halte uns fest mit deiner kraftvollen Hand. Die vielen Gemeinden auf der ganzen Welt und versuchen auch, ihren Glauben zu bewahren und das Evangelium zu verkünden. Bitte, Herr, hilf ihnen, noch mehr erfüllt zu sein durch das Wort und dein Wort verkünden, sodass sie viele Menschen zu dir führen können. Allen Brüdern, die das Wort verkünden, bitte erfülle sie mit Weisheit und Wahrheit. Und auch die Geschwister, die in Krankheit sind oder in Schwachheit sind und Schwierigkeiten, bitte kümmere dich um jeden Einzelnen und gib ihnen die Gnade, die sie benötigen. Und hilf ihnen, dass sie ihr restliches Leben für dich und deine Herrlichkeit leben können. Alle Gemeinden auf der ganzen Welt, im ganzen Land, wir glauben daran, dass du alle beschützt. Herr, der du uns von Zeit zu Zeit das Wort gibst, das wir brauchen, und uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Auch in dieser Stunde, Herr, lass uns wissen, welches Wort, welchen Willen du uns vermitteln möchtest. Lass es uns verstehen. Bitte führe uns auf diesen Weg. Dies alles haben wir gebetet im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam den Lobpreis hören. Thank you.
Wir wollen gemeinsam die Bibel aufschlagen. Psalm. Psalm, Kapitel 1. Psalm, Kapitel 1. Psalm, Kapitel 1. Ab Vers 1 bis 6 werde ich vorlesen. Psalm, Kapitel 1. Ab Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde des Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Bis zu dieser Stelle. Wir haben die Gnade Gottes erkannt und nachdem wir errettet worden sind als Christen, ja, die Erretteten sind ja Christen. Wir, die wir durch unsere Übertretungen und Sünden tot waren, wurden zum Leben gebracht. Und deswegen werden die Christen der Bibel im Vergleich zu den Lebenden und Toten gestellt. Und deswegen die Christen, die errettet sind, müssten mal darauf achten, wie bin ich in den Augen Gottes? Und wir sind nicht mehr Tote, sondern sind die, die nun wieder lebendig geworden sind. Und in Johannes 5,25 steht geschrieben, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohn Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Aber wenn man die Gnade Gottes hört und glaubt, dann wird der Geist wiederbelebt. Und deswegen steht geschrieben, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden. Und so steht in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8 und 9, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Weil wir eben durch den Glauben die Errettung der Seelen bekommen haben, gibt es eine so große Freude, mit dem der Herr sich freut über uns. Wo gibt es wohl denn etwas, worüber wir uns so freuen können? Wir sind nicht mehr Tote, sondern wir sind Lebendige vor Gott. Und wir haben das ewige Leben von ihm bekommen. Die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, sind begrenzt. Wir wissen, dass wir sterben. Wie ein Sträfling, der zum Tode verurteilt wurde, weiß, dass er sterben wird, nur den Tag noch nicht kennt. Ja, es gibt Menschen, die werden vielleicht diese Zeit gar nicht erfüllen. Denn es ist bestimmt, einmal zu sterben, danach kommt aber das Gericht. Und es ist schön, wenn der Tod das Ende wäre, aber nach dem Tod gibt es das Gericht. Und nach dem Gericht das ewige Feuer. Und an dem Tag, an dem man von der Frucht der Erkenntnis des Bösen nimmt,
Ja, bedeutet, dass man sterben wird. Aber das Sterben bedeutet, dass die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott weg ist. Ja, denn man braucht ja eine Kommunikation. Aber damit ist gemeint, dass man ewiglich tot ist. Und Gottes Wort gehorsam zu sein, ist ja ein Zeichen für dem Wort zu folgen. Und als wir nun dem Teufel gefolgt sind, ist diese Verbindung verschwunden. Und wir wissen, dass man so nicht im Garten Eden bleiben kann. Ja. Und so hat das Leid im Leben angefangen. Aber Gott hat den Menschen nicht verworfen, sondern er hat den Geist errettet, und zwar durch Jesu Christi. Und Adam war ein lebendiger Geist, der durch den Sündenfall ein toter Geist geworden ist. Und in 1. Korinther steht geschrieben, Gott ist der, der gekommen ist, um zu leben zu lassen, ja? Und aus dem Grund, diejenigen, die nicht errettet sind, deren Geist ist tot. Und egal wie schöne Kleider man trägt auf Erden, wie gutes Essen man isst, der Geist ist tot. Und das Fleisch ist tot. Und damit ist aber nicht das Ende, sondern der zweite Tod kommt. Der zweite Tod, in dem mein Geist und mein Körper in die Hölle kommt. Ja. Wir aber sind lebendig geworden, die tot waren wegen unseren Übertretungen und Sünden. Aber Jesus sagt auch, ich bin der lebendig. Ja. Und wir werden in Ewigkeit Könige sein. Auch Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat ein gleiches Fleisch wie wir getragen und hat den Tod empfangen. Und Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu vertilgen. Er hat durch seinen Tod durch seine Auferstehung den Tod überwunden. Und er sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer lebendig lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Bedeutet, dass er ewiges Leben hier hat. Und ein Erretteter, dass er vor Gott lebendig ist, das ist sehr erstaunlich, dass wir keine Toten sind, sondern Lebendige. Auch wenn das Fleisch tot ist, sind wir lebendig. Ja, weil wenn wir tot sind, leben wir auch in Ewigkeit mit dem Herrn. Und Lebendige und Tote kann man ja ganz klar unterscheiden. Ja, wenn mein Kamerad im Krieg gestorben ist, der gerade noch am Leben war. Ja, das ist ja ein Unterschied zwischen, dass ich am Leben bin und mein Kamerad gerade tot ist, ja. Und wir sind ewiglich lebendig. Ja, und wir sollten als Lebendige weiterleben. Wir dürfen als Lebendige nicht leben wie Tote, ja? Psalm wurde von vor knapp 3000 Jahren geschrieben. Dieses Wort aber ist das Wort, das uns erretteten Christen gegeben worden ist. Im Psalm wird ein Unterschied zwischen Gerechte und Ungerechte gesetzt, ja? In Gottes Augen gibt es keinen Gerechten, auch nicht einen. Aber Jesus hat unsere Sünden reingewaschen, ist wieder auferstanden und durch ihn haben wir das Leben bekommen und sind gerecht geworden. Ja.
Und genauso wie durch einen Menschen alle zu Sünder geworden sind, wird durch den einen Menschen Jesus, durch seine Gehorsamkeit, viele gerecht werden. Jesus hatte zwar so einen Leib wie wir, aber er war einer, der von Geburt an keine Sünde hatte. Und Jesus ist gerecht und wir haben das gerechte Leben bekommen. Und deswegen sind wir in Christus als Christen, als Gerechte. Und im Psalm Kapitel 1 steht geschrieben über den Gerechten und den Sünder und was letztendlich passieren wird. Wurde in dem kurzen Psalm sehr gut beschrieben. Im Psalm Kapitel 1, Vers 1 steht geschrieben: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ja, das wurde hier besonders beschrieben. Aber wer ist denn der, der glückselig ist? Reiche Menschen sind glückselig auf dieser Welt, ja, die alles haben, Ruhm. Ja, und diese Menschen nennen wir ja glückselige Menschen. Ja. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 steht geschrieben, glückselig sind die, die arm sind im Herzen, die geistlich armen, ja. Wir sind mit leeren Händen gekommen und gehen mit leeren Händen. Und dieses Unwissen auf dieser Welt bedeutet, dass man im Psalm kann man ja nachlesen, wie König David die umherstehenden Länder alle erobert hatte. Und er sagt, lass mich mein Ende wissen. Und er wusste, dass sein Ende kommen wird. Ja? Was mit mir passiert, lass es mich wissen. Und wie kurz mein Leben ist. Lass mich mein Ende wissen und das Maß meiner Tage, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Napoleon hat gesagt, es gibt nichts Unmögliches. Aber in der Schlacht von Waterloo hat er verloren und wurde ins Exil geschickt. Und sagte, ich war ein Verlierer. So viele Menschen haben ihre Treue geschworen, aber alle haben mich verlassen. Und er sagte, Jesus von Nazareth, du hast gewonnen. Etwas ganz Eigenartiges, sagte er, ja. Ich weiß nicht, wie Napoleon Jesus kannte. Aber Napoleon war berühmt dafür, dass er auf dem Schlachtfeld sehr viele Bücher dabei hatte. Und er hat nicht viele Stunden geschlafen, sagt man. Und was hat er sonst getan? Er hat gelesen. Und das letzte Buch, was er gelesen hat, soll wohl die Bibel sein. Wie viel Wahrheit er in der Bibel erkannt hat, das können wir zwar nicht wissen. Aber er sagte am Ende, Jesus von Nazareth, du hast gewonnen. Also so viele Menschen haben ja geschworen, dass sie treu bleiben. Und er dachte, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat verloren. Aber letztendlich war er der Gewinner. Ja, und wer soll denn gegen David schon ankommen damals? Aber als David in seinen Höchstpunkt stand, bat er drum, lass mich meine Schwachheit wissen, wie mein Ende aussieht. Unser Leben währt 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Doch es ist nur, man rühmt sich nur um die Mühe und Drangsal. Nur Handbreiten
Siehe nur, handbreit lang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wenn man eine Ameise auf der Hand hat, dann wird die Ameise auf meiner Hand rumkrabbeln und wird die Welt nicht sehen, wie groß sie ist, ja. Aber wenn der Mensch, auch wenn er in seiner Pracht steht, es ist ein Haschen nach dem Wind. Und in Amerika gab es jemanden, der wirklich sehr viel Geld verdient hatte. Und er sagte sich, ja, komm, nicht mehr leiden, sondern so eine Weltreise machen und in Ruhe leben. Und dann hat er halt ist er auch nach Korea gekommen und war in Guam. Also ist eine echte Geschichte. Er ist dann nach Guam gefahren. Und dieses Flugzeug, das in Guam landen sollte, ist an einem Berg gecrashed. Und alle, die in dem Flugzeug waren, sind gestorben. Alle sind ums Leben gekommen. Ja, also die ganze Familie damals. Ja, man dachte sich, ich habe jetzt viel Geld verdient, lass uns ab jetzt ein schönes Leben haben. Und in einem Augenblick, wer hätte gedacht, dass man so sterben wird? Es ist nur eine Frage der Zeit, aber alle werden ja sterben. Jemand sagt, er hat Geld verdient, hat sich selbstständig gemacht, viel Geld verdient, aber ist jetzt krank und kann das Geld nicht mehr ausgeben. Was nützt ein schönes Haus? Was nützt das tollste Auto? Ja, aber man liegt doch nur im Bett im Krankenhaus. Und solche Fälle gibt es zahlreich. Und man sagt, nee, ich werde nicht so werden. Stimmt aber nicht. Man kann in einem Augenblick sterben. Ja, und es ist ein Haschen nach dem Wild, nach dem Wind. Man häuft sich sein Hab und Gut, aber was soll man denn dann machen? Man hofft nur auf den Herrn. Meine Hoffnung gilt dir allein, Herr. All meine Hoffnung ist bei dem Herrn. Und ich weiß nicht, wann mein Leben wie eine Kerze erlöschen wird. Und wenn man sich darüber bewusst ist, wird es auch einfach sein, sich dem Herrn zu verlassen. Wer sind die Glückseligen? Nicht diejenigen, die alles auf dieser Welt haben, sondern der glückselig ist in den Augen Gottes, ist der arm im Herzen ist. Wer arm im Herzen ist, der wird diesen Konflikt des Geistes erkennen. Und er wird das ewige Leben nach dem Tod trachten. Und so ein Mensch kann errettet werden. Und derjenige, der Sünden hat, der schönste Trost ist ja, Sündenvergebung zu bekommen, ja? Und Versöhnung zu bekommen und ohne Verdienst gerechtfertigt worden zu sein, ist doch eine große Freude. Auch in Römer Kapitel 4 steht es geschrieben. Ja, nämlich die größte Freude eines Christen. Der glückselig ist derjenige, der das Evangelium ja erkannt hat und in den Himmel kommt. Man hat das ewige Leben bekommen. Und mein Fleisch wird leben in Ewigkeit. Und fürchtet man sich davor, vor dem Tod?
Warum fürchtet ein Christ sich nicht? Weil es dasselbe ist, als würde man eine Tür öffnen und durch diese Tür zum anderen Raum gehen. Ja, früher, wenn man in so einem alten Haus gewohnt hat und dann umzieht in eine neue Wohnung, man geht ja dann in eine neue Wohnung, in was Schöneres. Ja, und die Jünger, sie waren auch sehr betrübt, 3,5 Jahre lang. Aber Jesus hat auch Blinde geheilt, hat Gelähmte geheilt, hat Hungernde gestillt. Wer konnte gegen Jesus sein? Auch wenn so viele gegen Jesus waren, keiner konnte ihm ein Haar krümmen. Aber dieser Herr wird gehen, sagt er. Und die Jünger waren deswegen betrübt. Und Jesus sagte zu den Jüngern: Seid nicht betrübt. In dem Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ja, es gibt ewige Wohnungen bei meinem Vater. Ja? Und in 2. Korinther steht geschrieben: Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Deswegen fürchten wir uns nicht vor dem Tod. Ja, Paulus wollte deswegen schnellstmöglich vor Gott treten. Ich lebe auf Erden, nicht weil ich Angst vor dem Tod habe, sondern weil ich die Zeit, die mir gegeben ist, für die Herrlichkeit Gottes leben möchte, ja, vergelten möchte. Und Gott hat uns also Chance gegeben, länger zu leben, ob wir nun leben oder sterben. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 9 steht geschrieben: Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Und mit dieser Einstellung allein sollten wir unser restliches Leben leben. Und nun, der errettete Christ ist deswegen der glückseligste Mensch in seinen Augen, weil wir das ewige Leben bekommen haben und nicht mehr in der Strafe, in dem Gericht liegen. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wisst ihr, dass die Engel keine Kinder Gottes werden können? Jesus würde niemals für die Engel sterben. Ein Engel, der gefallen ist, bleibt gefallen. Er hat keine zweite Chance. Und der Engel, Luzifer, der gefallen ist vor Gott. Deswegen steht auch geschrieben, Teufel und seine Diener. Ja? Und für diesen gefallenen Engel stirbt Gott nicht. Und das Ziel, warum ein Mensch geschaffen worden ist und warum ein Engel geschaffen worden ist, ist anders. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er dem Menschen dasselbe gibt, was er auch hat. Ja? Aber damit war nicht das Ende, sondern durch Jesus Christus, dass wir errettet werden und nach dem Ziel, warum wir erschaffen worden sind, als Liebespartner des Herrn leben können. Und wie erstaunlich ist es denn, dass wir errettet worden sind eigentlich? Ein Engel kann kein Kind Gottes werden. Ja? Eine Braut des Christus bedeutet, egal wie sehr man aus dem Dorf kommt, egal was für ein Bauernkind man ist, wenn man eine gute Ehe führt, dann kann man auch von jemandem Reichen die Frau werden oder man kann die Frau des Präsidenten werden. Also Frau Christus Braut bedeutet, Christus ist der König aller Könige, ja, also ist seine Braut eine Königin. Und dann sagt einer, ja, da hat ja ganz schön viele Frauen oder Königinnen, aber das ist jetzt
Keine Sorge, nicht diese menschliche Beziehung. Ja. Und deswegen in Römer Kapitel 8, Vers 17 steht geschrieben, denn wir werden auch mit ihm leiden, wir werden auch mit Christus leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und in Hebräer Kapitel 1, Vers 14 steht, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Und den erretteten Christen, sie haben immer einen Schutzengel dabei. Und alles, was der Christ macht, wird dem Herrn auch berichtet. Man soll auch den Geringsten nicht verachten, ja, weil auch der Geringste von Gott geschätzt wird. Dann wird nämlich der Engel das berichten. Gott, du hast ja deinen Sohn XY, der wurde verflucht von jemandem. Ja? Es wird also gepetzt. Deswegen schauen wir immer auf das Angesicht des Herrn. Und alles, was falsch ist, ja, man wird dann sagen, ja, dein Sohn, er ist errettet, du musst ja stolz auf ihn sein, ja, und der hat das gut gemacht, dies gut gemacht, aber wenn wir Falsches tun, dann wird das auch berichtet, wirklich. Ja, der Engel wird uns stets beschützen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal solche Bilder gesehen haben. Ein kleines Kind hat ein Zelt und es gibt auf den Bergen so eine Holzbrücke. Darunter ist ganz viel Wasser und sie sieht aus, als würde sie gleich abstürzen. Ja, und er geht gerade noch drüber, aber es sieht sehr brenzlig aus. Und man würde dann von dem Wasserstrom mitgerissen werden. Aber dieses Bild, man sieht, da ist ein unsichtbarer Engel hinter ihm. Und er beschützt ihn, dass der rüberkommt. Ja? Haben Sie noch nicht gesehen? Ja, es gibt so ein Bild davon. Ja? Sollten Sie sich unbedingt mal zulegen. Ja, und wenn ihr das nicht habt, dann malt mal sowas. Und wir können zwar den Engel nicht sehen, aber wir werden stets von ihm beschützt. Wo steht das geschrieben in der Bibel? In Hebräer Kapitel 1, Vers 24. Ja, man soll den Sohn Gottes folgen, ja. Und alle Engel, alle Wächter, die am Schlafen waren, sind zum Schlafen gebracht worden. Und die Ketten wurden gesprengt und man kam aus dem Kerker raus. Ja. Und der Segen eines Kind Gottes, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Segen das ist. Ja, und der glückselig ist, er folgt nicht dem Rat der Gottlosen. Ja, ein Kind Gottes, ja, wird nicht nach dem Willen des Fleisches wandeln. Sondern wie im Matthäus Evangelium Kapitel 6 geschrieben steht. Jesus hat so gebetet, Vater unser, der du bist im Himmel. Ja, Vater unser, der du bist im Himmel, ja, geheiligt werde dein Name. Ja, und wir sollten den Namen unseres Vaters verherrlichen. Ja. Nicht mit dem Mund einfach ihn verherrlichen. Ja, unsere Taten sind falsch, aber einfach nur mit dem Mund ihn heiligen ist ja nicht richtig. Dein Reich komme. Ja.
beten, damit das Reich Gottes manifestiert wird. Ja, und dann wird sein Reich immer vergrößert werden. Ja, sein Wille werde geschehen, so auf Erden wie auch im Himmel. Ja, wie im Himmel auch auf Erden. Ja, und wie soll das erfüllt werden? In dem Leben eines Christen. Ja. Und lass uns nicht versucht werden. Rette uns aus dem Bösen. Dieses Wort, ja, soll auch den erretteten Christen verführen, ja? Denn der Teufel hat auch versucht, Jesus zu verführen. Dreimal. Und jedes Mal hat Jesus dann mit dem Wort sich verteidigt. Wie es geschrieben steht. Wie es geschrieben steht. Deswegen sagt der Teufel auch, ja, so steht es geschrieben. Dann hat er die Bibel missbraucht. Ja, und hat Jesus auf die Höhe des Tempels gebracht und gesagt, bete mich an. Spring runter und wenn du runterspringst, werden die Engel dich retten. Und Jesus sagte, es steht geschrieben, du sollst deinen Gott nicht verführen. Ja, und wenn man die Bibel falsch nutzt, ja, dann wird danach der Teufel das Wort nicht nutzen können. Und bis zum Ende kann man die Verführung des Teufels besiegen durch das Wort. Und der Teufel kann zwar unsere Errettung nicht nehmen, aber er kann uns zu einem Nichtsnutz machen, dass wir nur noch am Fallen sind. Und wenn wir zu Fall kommen, dann wird es echt ein Problem. Man verliert zwar nicht die Errettung, aber man wird in seinem Leben fehlschlagen. Ja. Und deswegen betet man, dass man von dem Bösen beschützt werden soll. Und der Teufel wird uns versuchen, ja. Mein Sohn, folge nicht dem Rat der Gottlosen. Ja, dem Rat der Gottlosen. Ja, den Teufel können wir in unseren Augen ja nicht sehen. Und es gibt aber die Bösen unter uns. Ja. Und durch sie möchte er mich zu Fall bringen. Ja, also so eine List ist das. Ja, und er versucht uns wirklich zu verführen. Ganz auf feinste Art ansprechen, als wäre es was Gutes für uns. Und dann bringt er uns zu Fall. Manchmal durch Geld. Manchmal durch das andere Geschlecht. Es gibt Menschen, die sind schwach, wenn es ums andere Geschlecht geht. Ja, durch einen Mann oder durch eine Frau. Und wenn man da zu Fall kommt, dann wird es so schwer sein, sein Glaubensleben zu führen. Und in 1. Korinther Kapitel 15, ja, steht geschrieben, man soll sich den bösen Tieren fernhalten. Ja, den bösen Freunden sich fernhalten. Ja. Denn wir Christen sollten nicht denen sich nähern, sondern auf der Hut sein, darauf achten vor ihnen. Ja, mit denen zusammen zu essen, zu trinken, Spaß zu haben, zu albern, dann wird man irgendwann mitgerissen. Ja, und dem Rat der Gottlosen nicht folgt. Der Rat der Gottlosen, ja, nicht nur bei den anderen, sondern bei allen Menschen. Der Mensch wurde schon immer von dem Teufel verführt und für tausende Jahre sind wir es gewohnt, ihm zu folgen, ja. Und wir haben große Schwierigkeiten, der Wahrheit zu folgen. Anstelle folgen wir der Lüge des Teufels.
Und wir sind es einfach gewohnt, so zu leben, wie es uns gefällt. Deswegen können wir es nicht einfach unterlassen. Ja, und wir sind zwar errettet, aber es gibt den alten Instinkt in uns. Ja? Und das kann uns und die List des Gottlosen werden. So steht in Galater Kapitel 5, Vers 16. Dass das Fleisch gegen den Geist trachtet. Und in Römer Kapitel 7 steht geschrieben, dass der innere Mensch von mir Freude an dem Wort Gottes hat, aber in mir ist ein anderes Gesetz, das kämpft gegen das Gesetz Gottes und mich runterzieht zur Sünde. Und in mir ist ein anderes Gesetz, etwas, was sich noch nicht verändert hat. Und so steht in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11 geschrieben, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ja, sie sind gegen Gott. Und wenn man dieses Wort hört, sagt man, ach ja, stimmt, Herr, dein Wort ist wahr, stimmt, man muss nach deinem Willen leben, das ist richtig. Und dann entscheidet man sich auch dafür, so zu leben. Ja, Herr, ich will nach deinem Willen leben. Und nachdem man rausgegangen ist, ja, auf dem Weg runter, die Treppe, dann denkt man sich, ja, ich muss ja nicht unbedingt nach dem Wort leben, oder? Ich habe doch auch meine Gründe. Wenn man nach dem Wort Gottes leben möchte, dann kann ich nicht das machen, auch nicht dies machen. Dann werde ich kontrolliert und dann werde ich auch vielleicht eingeschränkt. Dann gibt es Leid. Nee, das will ich ja nicht. Ja, und dann geht man raus. Dann sieht man jemanden mit einem schönen Kleid. Wie schön. Wie teuer ist das wohl? Ich will es auch haben. Ja, und dann ist da ein neues Auto und dann denkt man sich, oh, wie schön. Und es gibt so viel, worüber man Neid empfindet. Ja, und die Augen werden immer erleuchteter, wenn es um die Welt geht, ja. Und das ist genau das Problem. Ja, es hält nämlich nicht mal 3 Tage. Dieser Entschluss. Ja. Und das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Ja, und es verhindert mich an dem Werk Gottes. Und deswegen sagt Apostel Paulus, ja, er züchtigt sich selbst zur Gehorsamkeit. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, durch den Urinstinkt, den wir haben, ja, unser Wesen. Das Wesen kann uns zum Fallstrick werden. Und dem sollten wir nicht folgen. Und den erretteten Christen wird der Teufel auch versuchen, auszunutzen. Genau diese Punkte. Folgt nicht dem Rat der Gottlosen. Ja, man wird nicht dem Teufel verfallen, und man wird auch nicht nach dem Willen des Fleisches wandeln. Das heißt es nicht, den Weg der Gottlosen zu gehen. Verstehen Sie das? Ja, der Teufel, der steckt in mir, er versteckt sich in mir. Wer nicht auf dem Weg der Sünder steht, noch auf dem Platz sitzt, ja, also nicht auf diesem Weg wandelt, ist damit gemeint, wie die Gottlosen wandeln. Die Nicht-Erretteten sind ja die Sünder. Und es gibt Menschen, die immer noch diesen Weg so laufen. Ja, die leben einmal wie die Christen, dann dem Fleisch hinterher, hin und her. Bis wann denn?
Der Weg, den wir gehen, ist sehr eng und gefährlich, oder? Und sehr wenige sind es, die danach suchen. Und am Ende dieses Weges ist unser Herr. Und in seinen Armen nimmt er mich auf. Als ich diesen Lobpreis zum ersten Mal gehört habe, da musste ich weinen. Ja? Am Ende dieses Weges, da wartet der Herr auf uns. Und wir werden diesen Weg gehen. Nicht den Weg der Sünder, den Weg der Gerechten. Wir werden diesen Weg gehen, den der Herr für uns bereitet hat. Noch auf dem Weg sitzt, noch auf dem Weg ist, wo die Gottlosen sind, ja? Das bedeutet, man läuft auf den rechten Pfad. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Was sind Spötter? Hochmütige Menschen, ja? Und auch die Erretteten. Ja, das Wort Gottes ist zwar so, aber genauso zu leben, das ist schon anstrengend. Ja, ich bin doch ewiglich reingewaschen, ich werde ja eh nicht in die Hölle kommen. Ja, ich habe doch meine Gründe. Ja, jeder hat da irgendwas, so eine Erzählerei. Ja, aber man hat immer seine Gründe. Und das Wort Gottes ist zwar so, aber man lebt so, wie man selbst es möchte. Und man soll nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Ja? Stattdessen bleibt man da sitzen und sagt, oh, es ist bequem hier. Der Errettete ist glückselig. Der wirklich glückselig ist, der folgt nicht dem Sünder, der folgt nicht dem Teufel, sitzt auch nicht dort, wo die Spötter sitzen. Ja, man darf nicht zusammensitzen mit den Gottlosen, ja. Sondern Freude haben an dem Wort Gottes. Sondern, das Wort sondern kommt ja sehr oft vor. Sondern ist eine Kondition, ja. Gibt es nur diesen einen. Wir haben nur diesen einen Weg. Worauf soll ich trachten? Meine Hoffnung. Die Freude ist in dem Herrn. Auf dieser Welt ist keine Hoffnung, sondern Lust hat an dem Gesetz Gottes. Ja, das Wort Gottes insgesamt ist damit gemeint, ja? Freude hat an dem Wort Gottes. Der, der errettet ist, der hat Freude an dem Wort Gottes. Haben Sie Freude? Ja? Jemand sagt, ich lese die Bibel, wenn ich nicht schlafen kann. Es ist wie eine Schlaftablette. Die Bibel sagt, ja, so pennt man ein. Er sagt, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ja, aber so ein Liebesroman, den kann man die ganze Nacht durchlesen. Ne? Ist die Bibel so langweilig? Und im Psalm 119 steht geschrieben, warum ist das Wort Gottes so süß an meinem Mund, süßer als Honigseim? Ja, man versucht, das Wort Gottes zu trachten und deswegen ist man nachts aufgestanden dafür. Manchmal wache ich auf und ich kann nicht mehr einschlafen. Ja, dann ist es 3:30, 4. Dann kann ich nicht einschlafen und dann stehe ich auf. Dann lese ich Bibel. Ja, oder ich bereite die Predigt vor. Und dann kommt das Wort in mir rein. Ja, und das Wort Gottes
soll das Leben lang an meiner Seite sein und mich lehren, Gott zu fürchten. Ja. Auch wenn Sie auf Reisen sind, nehmen Sie wenigstens eine kleine Bibel mit. Ja, heutzutage haben wir auf der Bibel, in der Bibel, auf dem Smartphone ja auch genug Bibel, aber wir sollten das für den Notfall nehmen, nicht in der Gemeinde. Nichtsdestotrotz, wir sollten das Wort Gottes nachtrachten. Ja, dem Wort Gottes nah zu sein, bedeutet Gott nah zu sein. Und Gottes Wort Tag und Nacht zu trachten. Ja, dein Wort ist eine Leuchte vor mir, sagt er. Ja, er zeigt uns, welchen Weg wir gehen sollen. Ja, das süße Wort Gottes zeigt mir den Weg, den ich gehen soll. Früher war ich mal in einem Dorf in der Gemeinde und habe dort das Wort verkündet. Und einer der Ältesten hat mich eingeladen. Und als ich dann rauskam, war es sehr dunkel, weil es eben Winter war. Und ich war zwar vorhin in der Gemeinde, und ich glaube, ich kann den Weg wiederfinden, aber ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Ja. Denn ich kannte den Weg dann doch nicht. Ich denke mir, dieser Weg ist es nicht, jener Weg ist es nicht. Und dann ist jemand so mit einer Fackel gekommen. Und ich habe gefragt, wo ist denn die Gemeinde hier? Und er sagte, ja, ich gehst du zur Gemeinde? Ich so, ja. Und er sagt, ja, dann folg mir. Und dann war ich auf dem, habe ich ihm gefolgt. Ja, warum habe ich es nicht geschafft? Weil als es hell war, war es möglich. Aber als es dunkel ist, ist es schwieriger. Den Weg zeigt er mir. Er erleuchtet meinen Weg. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und der Herr achtet drauf, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. Ja, und im Psalm 119 und 33 steht geschrieben, mache meine Schritte fest durch dein Wort und lasse nicht Böses über mich herrschen. Befiehle meine Schritte dir, Herr, deinem Wort, sodass keine Bosheit mich ergreifen kann. Wir sollten wirklich dem Wort nahe sein. Ja, das Wort lernen, auswendig lernen, hören. Ja, man kann vor dem Fernseher kann man stundenlang verbringen und man kichert. Aber die Bibel, wenn ich sage, lies mal Bibel, dann sagt man, oh ne, keine Lust. Wie soll man denn so sein Glaubensleben schaffen? Das geht nicht. Das ist die falsche Einstellung. In dem Wort Gottes Freude zu haben und Tag und Nacht drüber nachzusinnen. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, in 3. Mose, Kapitel 11, steht geschrieben, wiederkäuende Tiere sind reine Tiere, ja? Wie ein Rind oder eine Ziege oder ein Schaf. Heutzutage ist es ja sehr schwer, Kühe zu sehen. Früher war das aber so, dass die Rinder sind ja nie in Ruhe, sondern sind immer am Kauen. Ja? Ist das ein Kaugummi? Nein, er ist am Wiederkäuen. Wie viele Mägen hat der? Hat eine Kuh? Drei. Ja? Mehrere auf jeden Fall. Und der nimmt das Essen, was er geschluckt hat, holt es wieder raus, schluckt es wieder, ne, und deswegen schafft er das. Ja, Wiederkäuer und mit gespaltenen Hufen. Wir sollen das Wort Gottes wiederkäuen. Ja. Ob wir schlafen,
von einem nicht Buddhismus. schlafen, egal wo wir sind, dem Wort Gottes nachzutrachten. Und Tag und Nacht danach zu trachten bedeutet nicht, dass man die Augen geschlossen hat, den Tag und Nacht, sondern dass dieses Wort in meinem Herzen, in meinem Leben präsent ist. In Sprüche, Kapitel 3, Vers 6 steht geschrieben: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja, wir sollen den Herrn immer erkennen, jederzeit. Ja, nicht so tun, wie man selbst möchte, sondern den Herrn akzeptieren, ihn erkennen, ja, mit ihm zu sprechen. Dann wird dein Weg geebnet. Nicht dich selbst für schlau halten. Ja. Nicht seine eigenen Gedanken für schlauer halten als die des Herrn. Ja, und dafür, was muss ich tun? Viel das Wort rezitieren. Ja, auch wenn man auf dem Weg ist oder nicht einfach so laufen, sondern wirklich das Wort verinnerlichen, dann ist man auch nicht so müde. Ja, ich habe dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht sündige. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es gibt Leute, die fluchen immer sofort. Sie sind gefüllt mit Fluch. Aber wenn einer erfüllt ist mit dem Wort Gottes, was kommt wohl aus ihm heraus? Das Wort, oder? In Kolosser, Kapitel 3. Steht geschrieben, wenn man erfüllt ist mit dem Wort, ja. Tag und Nacht nach seinem Wort zu sinnen bedeutet, in all meinem Leben mich mit dem Herrn, seinem Wort zu verbinden, ihn in allen unseren Wegen zu erkennen. Egal was ich tue, nicht alleine zu entscheiden, wenn es vielleicht zu schwer für mich ist, dann zu fragen, Gott, was würdest du an meiner Stelle tun? Was würdest du tun? Ja, darüber sollte man nachdenken. Ja, wenn man viel von dem Wort kennt, dann wird man mit dem Wort verbunden auch. Ja, da steht ja geschrieben, die Sünde gebar den Tod. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert die Sünde, sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Wenn man erfüllt ist mit dem Wort Gottes, dann wird jedes Mal dann, als würde man einen Höcker voller Pfeile haben. Ja? Was ist, wenn man keine Pfeile mehr hat? Ja, steht geschrieben, man soll das Wort des Heiligen Geistes damit sich wappnen. Wenn wir keine Waffen haben, dann wird der Heilige Geist nicht wirken können. Ja? Derjenige, der die Waffen trägt, ja, der wird diese Waffe auch nutzen können. Und das bedeutet es, Tag und Nacht danach zu trachten. Und dass dieses Wort in meinem Leben immer verbunden ist. Ja, und wenn dieses Wort da ist, dann kann ich ja nicht abhanden kommen, oder? In diesem Wort zu leben, andere Dinge nicht zu tun. Nicht auf den falschen Weg gehen. Einer, der Tag und Nacht trachtet. Glückselig, ja, ist der, der nicht auf dem Weg der
der Sünder ist, auch nicht dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Ja, ein Baum, der am Wasserbächen gepflanzt ist, hat seine Wurzeln so tief, dass er vor einer Dürre sich nicht fürchtet. Jeremia Kapitel 17 steht geschrieben, in Vers 7 und 8. Lass uns das mal aufschlagen. Jeremia Kapitel 17. Jeremia 17. Vers 7. Vers 7 und 8 wollen wir zusammen lesen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Der, der auf den Herrn vertraut, ja, der ist glückselig. Ja, der am Wasserbächen ist. Ja, der hat seine Wurzeln so tief gelegt, dass er auch keine Angst vor der Dürre hat. Keine Angst vor der Hitze hat. Ja, und seine Blätter bleiben grün. Und auch in einem dürren Jahr wird er keine Sorgen haben, sondern viel Frucht tragen. Ja. Ja, glückselig ist der, der das Wort Gottes nachtrachtet, in seinem Wort lebt. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der von Zeit zu Zeit seine Früchte auch trägt. Und egal, was für eine Leid und Schwierigkeit auf einen zukommt, wird man standhalten. Ja, und solche Menschen, wenn man sich die anschaut, dann sind sie wirklich ohne Sorgen, weil der Herr mit ihnen ist, weil sie auf den Herrn vertrauen. Der Herr kennt nämlich all meine Wege. Ich glaube an ihn und ich vertraue auf ihn, weil der Herr all meine Situationen kennt. Und dass er stets für mich da ist, das weiß ich ganz gewiss. Ja, was für Sorgen soll ich dann noch haben? Ja, und auch wenn das nicht sichtbar ist, wenn der Herr doch bei mir ist und ich es weiß, dann bin ich immer in Freude und in Dankbarkeit. Wenn es nur ein bisschen Schwierigkeiten gibt, dann gibt es Leute, ja, sie sind sofort beängstigt in Chaos. Aber so brauchen die Christen nicht sein. Ja, wir werden von dem Herrn geholfen. Denn der Herr wird stets bei uns sein und er wird uns ja mitnehmen. Ja. Und als Stephan gesteinigt worden ist, steht ja auch geschrieben, er sah wie ein Engel. Ja. Und sie hatten einfach nur Hass gegen ihn. Und Jesus stand zur Rechten Gottes und ist aufgestanden. Ja, und das Himmelstor öffnete sich, das, was die Menschen nicht sehen konnten. Ja, und wenn er den Herrn sieht, der gerade vor ihm steht, ja, dann kann man doch nur wie ein Engel schauen. Egal, wie man am Bluten ist, der Herr ist mit mir. Und deswegen, die Blätter sind grün. Und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht fürchten.
Denn die Früchte werden, egal wie, sie werden getragen werden. Paulus wurde so oft geschlagen, so oft eingesperrt. Er konnte nicht schlafen, er konnte nicht essen, er war am Frieren. Ja, und er wurde gesteinigt, ist wieder auferstanden. Dieser Apostel Paulus sagte, dass er Dankbarkeit in sich hat. Und er sagte, ich habe meinen Lauf beendet, meinen Glauben bewahrt und für mich wartet die Krone der Gerechtigkeit. Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, sagte er, es ist vollbracht. Ja, und für mich wurde die Krone der Gerechtigkeit bereitet, sagte er. Der Herr, der für uns am Kreuz gestorben ist, wenn ich vor ihm stehe, dann werde ich die Krone der Gerechtigkeit tragen. Das ist die Herrlichkeit, die man hat. Ja, und wir sollen mit ihm auch leiden. Ja, also wir sind an diesem ehrenvollen Ort. Ja, und Psalm Kapitel 1. Psalm Kapitel 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie der Spreu, Wind verweht. Die Gottlosen, ja, sie haben keine Freude an dem Wort Gottes. Und wenn die Dürre kommt, dann sieht es eben so aus, als würde alles vertrocknen. Und wenn diese Schwierigkeit auf einen zukommt, dann ist man so verloren und man hat keine Hoffnung. Und man ist wie der Spreu, durch den Winde verweht. Und Matthäus Kapitel 5 steht geschrieben, wie der Täufer Johannes den Menschen, die vor ihn getreten sind, sagt, dass ein Baum, der keine guten Früchte trägt, abgehackt werden muss. Ich taufe euch durch das Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch taufen durch den Heiligen Geist. Und er wird die Frucht in das Vorratshaus bringen, die Spreu wird er aber verbrennen. Und wenn wir, die vom Heiligen Geist getauft sind, dann werden wir Früchte tragen. Und der Spreu aber, der wird verbrannt. Es gibt Leute, die beten und sagen, es wurde plötzlich warm, deswegen wurden sie durch Feuer getauft, aber das stimmt nicht. Ja, die Früchte werden getragen. Wenn die Früchte aber nicht getragen werden, dann wird man verbrannt. Beim Dreschen, früher, jetzt macht man das ja mit Maschinen, aber früher musste man halt mit so Werkzeugen die Ernte machen. Ja, was passiert dann als erstes? Erstmal der Staub geht weg, danach geht was weg? Der Spreu verweht, ne? Und wenn dann wenn man fertig ist, dann wird man Spreu und Frucht miteinander trennen. Der Gottlose ist wie ein Spreu, der vom Wind verweht wird. Epheser Kapitel 2,
Ab Vers 2. Der durch Übertretung und Sünden tot ist, ja, er folgt dem, der in der Luft herrscht. Ja, und man folgt dem Wind. Und gefolgt von dem Wind dieser Welt, der Sünde. Verbringt man die Zeit nach dem Fleisch, wie das Fleisch es möchte. Ja, und man ist von Natur aus ein Kind des Zorns. Und man lebt das Leben, als wäre man vom Winde verweht. Und wenn es zum Dreschen kommt, ja, dann ist es windig und man muss halt ja, die beiden voneinander trennen. Ja? Und die Spreu werden verbrannt. Ja, und so wie der Wind es auch ist, dass man so nach dem Lauf lebt und sich hin und her reißen lässt. Ja, und so können. Dass man die Strafe Gottes nicht ertragen kann, bedeutet, ja. Dass man sich fürchtet. Und man in Ewigkeit keine Chance hat, dem zu entkommen. Ja? Und von den Erretteten, als die Kinder Gottes, dem Wort Gottes folgen, nach dem Heiligen Geist zu leben, dem Wort gehorsam zu sein, und darin Gemeinschaft zu haben, sich einander zu lieben, das ist ja die heilige Gemeinschaft. Ja, und das ist die Versammlung der Gerechten. Und der Gottlose kann nicht dazugehören, ja? Wenn einer, der nicht errettet ist, sein Leben lang so gelebt hat und dann hier einfach mal so sitzt, ne, dann denkt sich, ah, das ist langweilig, wann ist denn hier das Ende? Ja, wenn das Ende ist, dann muss ich ja schnell noch wegfahren. Ja, und dann macht es einem auch Spaß, ne? Und hier ist ja auch langweilig, ja? Ja, aber was für einen Spaß haben denn die Menschen, die an Jesus glauben? Man trinkt und trinkt wieder, bis diese Nacht vorbei ist, ja, dann ist man verrückt und legt sich aufs Maul, wenn man besoffen ist. Ja, wie schön, ja? Ja, aber wahrscheinlich wird man auch in der Hölle dann so stehen und Spaß dabei haben, ja? Ja, der Weg des Gerechten wird von dem Herrn anerkannt, aber der Weg der Gottlosen wird ins Verderben führen. Ja, Gott wird es annehmen und sich auch Freude darüber haben. Aber der Weg der Gottlosen, der wird ins Verderben führen. Deswegen soll man den Gottlosen nicht beneiden. Und dann wird man fallen. Aber der Herr ist mit uns. Wenn der Herr mit uns ist, dann gibt es nichts, worüber wir uns fürchten müssen, ja? Deswegen unser restliches Leben leben wir als Christen, damit es glückselig ist, ja?
Psalm 37. Psalm 37. 5절, 6절. 37, Vers 5 und 6. 같이 읽어봅시다. 의의 길을 여호와께 Wollen wir gemeinsam lesen?저를 의지하면은 저가 Befiehl dem Weg, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und das Recht wie den hellen Mittag. Vertraue deinen Weg auf den Herrn. Wir vertrauen unseren Weg auf den Herrn und der Herr beschützt uns und der Herr führt uns auch, bis wir in sein Reich kommen. Wir leben im Licht. Und wir leben zwar auf der Erde, aber wir sind nicht Menschen, die zu dieser Welt gehören. Wir sind Menschen, die auserwählt worden sind, um in das Reich Gottes zu kommen. Ja, und es steht geschrieben, ihr gehört nicht zu dieser Welt. Ja, ihr wurdet auserwählt. Diese Welt ist nicht meine Welt. Meine Welt, mein Haus ist dort im Himmel und die Engel rufen mich, dass ich zu ihm kommen soll. Ich habe nichts, was mich auf dieser Erde zurückhält. Ja, mein Haus ist nicht diese Erde. Und ich habe ein Haus in dem Reich meines Vaters. Ja, und die Engel schreien, dass ich schnell kommen soll. Warum lebe ich auf dieser Erde? Nicht, weil ich nicht sterben kann, oder? Auch nicht, weil ich irgendwie noch was benötige auf Erden. Ich lebe auf Erden, weil ich noch Aufgaben habe. Nämlich die Liebe Gottes so umzusetzen, wie wir sie auch von ihm bekommen haben. Ja, damit wir nach dem Willen Gottes leben und dann zu dem Herrn kehren. Ja? Wollen wir die Errettung einfach nur bekommen und dann weggehen? Nein, wir wollen ja dem Wort Gottes auch gehorsam sein. Auch mal missionieren, dem Herrn eine Freude sein. Deswegen, die Christen haben ein Ziel, warum sie leben. Im Psalm, Kapitel 4, Vers 18, Kapitel 4, Vers 18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Gerechte ist wie der Glanz des Morgenlichts. Ja? Wie der Glanz des Morgenlichts. Und dieser Glanz, er wird auch dem Herrn immer ähnlicher werden. Und wir leben hier in dieser verfinsterten Welt. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht dieser Erde. Ja, und das Licht leuchtet auf uns und wir geben das Licht ja weiter. Und der Weg des Gottlosen sieht zwar recht aus in seinen Augen, aber er wird fallen und bis er fällt, weiß er nicht, was mit ihm geschieht. Und der Weg des Gottlosen, der den Herrn verlassen hat, ihm bleibt nur noch ewige Verdammnis übrig. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Kapitel 14.
Vers 23 und 24 wollen wir lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Also Johannes Kapitel 14, Vers 23 und 24. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wer mich liebt, der bewahrt meine Worte. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 steht geschrieben, weil der Herr uns jetzt zuerst geliebt hat, lieben wir den Herrn. Ja, und ich reagiere auf die Liebe des Herrn. Der Herr hat mich geliebt, deswegen liebe ich den Herrn umso mehr. Er ist gekommen, um zu erretten und ist am Kreuz gestorben. Der Herr, der für mich gestorben ist, den liebe ich auch. Ja, und ich bin dem Herrn auch gehorsam. Warum? Ich bin dem Herrn gehorsam. Wer mich liebt, der wird meine Worte bewahren, hat er gesagt. Wenn wir die Worte des Herrn bewahren, dann wird er uns auch umso mehr lieben. Ja, und er wird uns umso mehr lieben, denn die Eltern lieben ja auch ihre Kinder. Aber die Kinder, die artiger sind, die liebt man mehr. Das ist selbstverständlich. Steht ja auch geschrieben, wer den Herrn liebt, der wird auch von dem Herrn genauso gewertschätzt, umso mehr gewertschätzt. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Der Vater wird ihn lieben. Ja, wenn man einander liebt, dann möchte man ja miteinander auch leben. Und wie schön ist es, wenn man mit den Geliebten in Ewigkeit beisammen leben kann. Wenn wir den Herrn lieben, und weil der Herr mit uns bleiben möchte, hat er gesagt, dass er mit uns lebt. Ja, er wird mit uns zusammen leben, ist hier damit gemeint. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Denn derjenige, der sagt, er ist errettet, aber dem Wort Gottes nicht gehorsam ist, dann ist das auch nicht richtig. Denn Liebe bedeutet, zu teilen, ja, die Liebe zu teilen. Denn Gott möchte ja auch von uns geliebt werden. Wenn man nur liebt, aber nicht geliebt wird, dann ist das schon etwas sehr Trauriges. Und aus dem Grund möchte der Herr auch von uns die Liebe bekommen. Und das ist der Grund, warum er das alles für uns vorbereitet. Ja? Wer mich nicht liebt, der bewahrt nicht meine Worte. Denn das sind nicht meine Worte, sondern die Worte meines Vaters, der mich gesandt hat. Deswegen, der Errettete ist lebendig. Und der lebendig ist, der ist ein Gerechter vor Gott. Nicht nur das, dann wird man auch gerecht leben. Einer, der nicht errettet ist, ja, also alle, die nicht errettet sind, die werden dem Teufel folgen und leben.
Und wir sind Menschen, die unterschieden sind davon. Und wir sollten unser restliches Leben auch so leben. Heute bis zu dieser Stelle, lasst uns gemeinsam beten. Erbarmvoller Gott, unser Vater, wir wurden durch dein wertvolles Blut reingewaschen, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir nicht mehr in der Strafe liegen deswegen. Und ebenfalls, Herr, wir danken dir dafür, dass du uns die große Gnade gegeben hast, dass wir in dein ewiges Himmelreich kommen können. Auch unser restliches Leben, Herr, sei bitte bei uns und lenke unsere Schritte, sodass wir für deine Herrlichkeit leben können. Herr, wir danken dir, dass du das ermöglichst. Wir, die wir durch dein Blut reingewaschen worden sind, Herr, lass uns unser restliches Leben nur für deine Herrlichkeit, für deinen Willen leben. Bitte bewahre uns durch deine Kraft und hilf uns, dass keine Sünde dieser Welt uns in den Bann nehmen kann. Dies alles haben wir gebetet im heiligen Namen Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.